Die Sommerlounge der Wirtschaft feierte ihre 10. Auflage am 16. August 2024 in der historischen Kulisse des ehemaligen MZ-Werks in Zschopau. Rund 350 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kamen zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Ich bin überzeugt, wir brauchen diesen Austausch zwischen der Wirtschaft und den verschiedenen Akteuren in unserer Region, wenn wir gemeinsam etwas bewegen wollen. Die Sommerlounge zeigt uns jedes Jahr eine neue Facette unseres vielseitigen Landkreises, der reich an Kultur, Traditionen und wirtschaftlicher Tatkraft ist. Dabei begegnen wir stets aufs Neue Menschen, die mit unglaublichem Engagement, Kreativität, Leidenschaft und Verlässlichkeit ihre Vorhaben und Ziele verfolgen. Die Veranstaltung bot nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, sondern auch inspirierende Gespräche. Unter anderem mit Zschopaus Oberbürgermeister Arne Sigmund und der Rennsportlegende Harald Sturm. Beide nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Motorradstadt Zschopau. Bereits im Vorfeld des Unternehmerabends konnten die Gäste der Sommerlounge das Deutsche Enduro-Museum Zschopau besuchen. Dass im Landkreis Erzgebirge und im Erzgebirgskreis diese Verbindung gelebt wird, dass der Landkreis dieses Event organisiert und damit eine Dankbarkeit gegenüber seinen Wirtschaftsunternehmen auch zur Schau trägt. Und ohne dem Ganzen diese Wertschätzung funktioniert es nicht. Wir merken das ja auf Bundesebene, dass man dort das Gefühl hat, dass man nicht weiß, wie wichtig die Wirtschaft ist. Hier im Erzgebirgskreis ist es der Fall und dafür gibt es so eine Veranstaltung, dass man miteinander ins Gespräch kommt, sich vernetzt und wir natürlich als Wirtschaftsförderung Teil des Ganzen sind und auch die Netzwerke pflegen und erweitern können. Für ein besonderes Klangerlebnis sorgten Darbietungen des 22 Ensemble. Die Überraschung des Abends. Ministerpräsident Michael Kretschmer fuhr gemeinsam mit Landrat Rico Anton und Rennsportlegende Harald Sturm auf historischen Motorrädern ins Festzelt. Es ist einfach eine super Geschichte, die das Erzgebirge schreibt. Ein verrücktes Motorsportland hier an diesem historischen Ort mit diesen Motorrädern. Das Motorrad, was ich fahren durfte, wirklich eine geniale Entwicklung. Von 63 bis 67 bei diesen 6-Tage-Rennen hat es jedes Mal den Titel geholt. Das ist die Leistung der Menschen hier im Erzgebirge. Und das ist eine irre Erfolgsgeschichte. Etwas, was uns, glaube ich, alle miteinander stolz macht. Und ich freue mich, dass es mit dieser Motorsporttradition hier auch weitergeht, dass hier so viele Rennen stattfinden, Weltmeisterschaften stattfinden, dass wir uns zusammentun können. Danke für die Einladung, Rico. Danke Ihnen und euch allen für dieses unglaubliche Engagement. Ich wünsche mir, dass wir diese Zeit, die so besonders ist, gut miteinander verbringen, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir zusammenhalten. Mit der Ernennung von 6 neuen Botschaftern erhielt die Sommerlounge der Wirtschaft einen besonderen Rahmen. Persönlichkeiten wie Dominik Naumann, der Inhaber der Brauerei Zwönitz, die Leistungssportlerin im Rennrodeln Julia Taubitz, Peter Weber, Geschäftsführender und Gesellschafter der Weber-Gruppe, Dr. Peggy Kreller, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH und Landrat Rico Anton, wurden als engagierte Fürsprecher des Erzgebirges ausgezeichnet. Wir haben natürlich ganz, ganz viele unernannte Botschafter des Erzgebirges, das muss ich immer wieder betonen. Aber wir haben auch 4, die wir in diesem Jahr ausgewählt haben, im Rahmen der Sommerlounge der Wirtschaft ernannt zu werden. Und da geht es nicht nur darum, dass man ein toller Geschäftsführer ist, sondern dass man darüber hinaus sich
engagiert, für die Region engagiert, dass man über die Region hinaus strahlt. Aber auch nicht nur, dass wir damit wie im Ehrenamt Menschen für ihr Lebenswerk ehren wollen, sondern Botschafter sollen das auch weiterhin nach außen tragen. Und das geschieht aber vollkommen freiwillig. Und insofern ist es für uns natürlich wichtig, und das ist uns in diesem Jahr erstmals gelungen, dass die Unternehmensvertreter der Botschafter auch alle Markenpartner der Dachmarke Erzgebirge sind. Also wenn man im Erzgebirge geboren ist, ist das schön wie so ein Ritterschlag. Wie siehst du das Ganze, das Erzgebirge, den Blick auf das Erzgebirge aus deiner Sicht? Also touristisches absolutes Highlight, was noch so ein bisschen als Aschenbrödel versteckt ist, bundesweit gesehen. Aber ich glaube, man kriegt das mit, dass die Leute merken, hier ist es schön und die kommen auch her. Du bist viel außerhalb unterwegs. Wie schaffst du es, den Leuten zu vermitteln, das Erzgebirge ist eine Reise wert? Und spätestens beim ersten Bier kommt man ins Gespräch und dann merken die Menschen, die Erzgebirger scheinen ganz locker drauf zu sein und ganz interessant und sagen dann irgendwann, wenn der am Abend den Tisch verlässt, sagen die, ich komme euch mal besuchen. Der Zusammenhalt, der sollte noch weiter wachsen. Man kennt es aus anderen Regionen, ob das jetzt Bayern oder Österreich ist oder was auch immer, wo die wirklich alle zusammenhalten, die aus dieser Region stammen. Das ist bei uns auch der Fall, dass es immer mehr wird. Und natürlich, dass wir nach außen hin ein schönes Erscheinungsbild haben, um die Leute hierher zu locken. Der Blick in die Zukunft, das spornt jetzt an, natürlich mehr zu machen oder bei der Sache zu bleiben? Mehr zu machen, ich glaube, da kriege ich irgendwann eine rote Karte zu Hause. Ich sage mal, die Sache gut bei der Stange zu halten und weiter so zu machen. Und das ist, glaube ich, schon genug. Ich freue mich riesig darüber und bin natürlich vor allem meiner Familie dankbar, die das so mitbegleitet und vor allem auch den Mitarbeitern von mir. Weil ohne die würde ich jetzt nicht hier stehen. Was ist denn jetzt für eine besondere Herausforderung? Gibt es da was, was ihr jetzt besonders anspornt? Ja, nee, ich würde einfach so weitermachen wie bisher, weil ich denke, das war jetzt nicht ganz so verkehrt. Und ja, ich hoffe, dass noch viele, viele so weitermachen und die Traditionen und sollen mal nach außen zeigen, wie toll das Erzgebirge ist. Was wünschen Sie sich für das Erzgebirge? Also ich persönlich wünsche mir einen einheitlich ausgeschilderten Radweg durchs gesamte Erzgebirge. Ich war selber überrascht, nominiert zu werden und bin natürlich sehr froh und sehr dankbar. Es ist einfach toll, in dem Erzgebirge zu Hause zu sein und das seit Jahrzehnten hier verwurzelt, hier unternehmerisch aktiv zu sein und vor allen Dingen auch sozial. Und von daher einfach schön, jetzt das mit noch einem Mandat nach außen zu tragen, wo man unterwegs ist. Wir spornen in erster Linie an, so weiterzumachen, den Weg Schritt für Schritt zu gehen und natürlich auch das Erzgebirge mit entsprechender Leidenschaft auch nach außen zu kommunizieren, gerade auch um das Bild nach außen vom Erzgebirge realistischer zu zeigen, als man es in den Medien so wahrnimmt. Ich wünsche mir als erstes, dass die Erzgebirgler deutlich machen, dass sie wirklich gastfreundlich sind, dass sie stabil und verlässlich sind, ehrlich und auch, dass sie unter dem Segen Gottes stehen, was im Erzgebirge eigentlich ganz tief verwurzelt war, schon von den Bergleuten und auch von früher her. Als krönenden Abschluss begeisterte das Publikum eine spektakuläre Freestyle-Motocross-Show. Superman, damit sieht Kurt. Mit Country- und Rock'n'Roll-Klängen von Shotgun Jones ging der Abend zu Ende.